Ja, herzlich willkommen zu Paletten retten, Teil, ich weiß nicht Teil wie viel. Es geht jetzt um meine neue Werkbank. Hier sieht man ein bisschen Rohmaterial, das ich gesammelt habe. Das sind alles kaputte Europaletten und aus denen möchte ich das Material mir zusammenbauen, das ich brauche für die Arbeitsplatte. Hier sieht man, wie ich die Europaletten zerlege. Darüber habe ich ein eigenes Video gemacht. Ich gucke mal, ob ich da irgendwie einen kleinen Vermerk einblenden kann als Link zu diesem Video. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Gucken wir. Wenn die Paletten entsprechend zerlegt sind, man sieht hinten schon, welche auf dem Boden liegen, sind natürlich überall Nägel drin und das ist zum Hobeln für Paletten, für die Hobelmaschine ganz, ganz schlecht. Also bleibt dann nichts anderes übrig. Man muss schauen, dass man die Nägel irgendwie, also die Hölzer irgendwie überprüft, ob noch Nägel drin sind. Ja, was auch übrig bleibt, sind jede Menge Klötzchen und da werde ich mal schauen, ob ich mir da irgendwas einfallen lasse, was ich damit mache. Hier schaue ich gerade mit meinem Metalldetektor, ob in den Paletten irgendwelche Fremdteile, Klammern, Nägel oder ähnliches noch enthalten sind. Jetzt haben wir dann gleich einen. Hier sieht man die Klammer von der Spedition, wo die ihre Zettel hintackern. Diese Klammern, die übersieht man sehr, sehr häufig. Ja, so sieht's aus, wenn man dann entsprechend auf Vorrat arbeitet. Die Hölzer sind jetzt alle schon mal zwei, dreimal durchgehobelt. Der letzte Hobelschliff fehlt noch, weil da brauche ich jetzt erstmal neue Hobelmesser. Ja, und hier habe ich schon mal das erste Mal ein Muster angelegt. Das wird ein geleimtes Paket, 12 cm stark, so stark wird meine neue Werkbank. Ja, hier sind noch ein paar Bretter auf Reserve.